An der Eastside Gallery in Friedrichshain hat sich ein längeres Stück der Berliner Mauer erhalten. Hier drängen sich die Touristen, sie machen Fotos und kaufen kleine Bruchstücke, die angeblich aus dem früheren antifaschistischen Bollwerk stammen. Ich wollte, dass meine Enkel etwas Geschichte erleben. Ich bin aus Australien, deshalb muss ich nach Europa kommen, um so etwas zu sehen, denn wir haben ja keine lange Geschichte. Für Architektur und Geschichte muss man eben nach Europa kommen. 12 Millionen Besucher kommen jedes Jahr nach Berlin und sie wollen vor allem die Mauer sehen. Deren früherer Schrecken ist nur an wenigen Stellen noch erlebbar. Wir sind zu jung, deshalb haben wir Schwierigkeiten, uns vorzustellen, wie das früher so war. Wenn man die Geschichten hört, ist es etwas Besonderes. Wir können uns das Leben auf beiden Seiten vorstellen. Viele Touristen sind enttäuscht, dass nicht mehr übrig ist von der berühmten Mauer. Eine Handy-App soll nun Abhilfe schaffen und die Grenzanlagen zumindest ein wenig zurückbringen.